Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich, wie ich meine Mückenlarven pflege und hältere, sodass ich hier eine relativ lange Zeit mit ein paar Mücken auskomme. Viel Spaß mit dem Video. So, ich brauche natürlich, um die Mückenlarven zu pflegen, ein paar Utensilien. Ich brauche erstmal eine Wanne mit Siebeinlage, wo ich halt die Mückenlarven laufen lassen kann. Die sollten jeden Tag mindestens einmal laufen gelassen werden, weil ansonsten das Wasser, wo die Mückenlarven drin sind, relativ schnell schlecht wird, sage ich mal. Also die Mückenlarven, die sterben, verseuchen sozusagen das Wasser und dadurch gehen weitere Mückenlarven relativ schnell kaputt. Auch der Sauerstoffgehalt im Wasser ist hier ein relativ großes Thema. Man kann sich ungefähr so vorstellen, als wären Mückenlarven was Ähnliches wie Fische im Endeffekt. Also sie brauchen auch ihre bestimmten Nährstoffe im Wasser, dass sie überleben können. Zum Laufenlassen der Mücken ist eigentlich kein großes Thema. Wie gesagt, man sollte es relativ oft am Tag wiederholen. Umso öfters, umso besser im Großen und Ganzen. Ihr sollt darauf achten, welches Wasser ihr nehmt zum Durchlaufen lassen und zum Hältern der Mücken. Da gibt es auch relativ große Unterschiede. Wenn ihr extrem schlechtes Wasser aus dem Wasserhahn habt, würde ich euch empfehlen, Regenwasser zu nehmen. Ich persönlich nehme das Wasser aus meinem Teich, weil dort einfach schon ein Ökosystem vorherrscht, was halt einfach von der Wasserqualität für die Mücke eine gute Sache ist. Zum Durchlaufen lassen der Mücken eigentlich sehr einfach gehalten. Wie gesagt, ich habe das Wasser aus meinem Teich, gebe das jetzt einfach hier drauf, bis das Sieb gerade bedeckt ist. Das ist auch relativ wichtig. Wie gesagt, sauberes Wasser am besten hier einmal verwenden, die vorher wenig Futter oder gar kein Futter gesehen haben, ist hier natürlich am besten. Man sollte hier eigentlich Materialien verwenden, die wirklich dann nur für die Mückenlarven gedacht sind. So, jetzt ist das Sieb gerade so mit Wasser bedeckt. Beziehungsweise das Wasser steht gerade so unter dem Sieb drunter, das reicht auch. Hier solltet ihr nicht zu viel Wasser drauf machen, weil ihr sonst das Problem habt, dass die Mückenlarven einfach ewig nicht durchs Sieb laufen wollen. Also einfach gerade so bedeckt lassen, das reicht im Normalfall vollkommen aus. So, als nächstes gebe ich die Mückenlarven dann aufs Sieb drauf. Dazu nehme ich immer gern hier das kleine Aquariumsieb. Einfach nur, dass das alte Wasser erstmal wegbekommt. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ein paar Mücken, die hier drauf sind, auch direkt aufs Sieb drauf machen. Dass hier ein paar Tote dabei sind, ist relativ normal. Ich sag, die Mückenlarven kamen gestern erst an. Und wenn die jetzt schon relativ lange unterwegs sind, dann haben die doch schon relativ lange Reise hinter sich. Da gehen schon in den ersten paar Tagen relativ viele Mückenlarven kaputt. Das ist normal. Von dem hier teile ich jetzt erstmal die Mücken relativ großzügig auf dem Sieb. Hier auch ganz vorsichtig vorgehen, dass man keine Mückenlarven kaputt drückt. Sollten auf jeden Fall immer relativ feucht liegen. Das Wasser sollte nicht zu kalt sein, also das Wasser von der Aufbewahrungsbox sollte ungefähr so warm sein wie das Wasser, wo ihr die Mückenlarven durchlaufen lasst. Ansonsten riskiert ihr, dass ihr hier relativ schnell viele Mücken kaputt habt. So, und jetzt erst warten, bis die Mücken durchgelaufen sind.
So, jetzt sind die Mückenlarven so gut wie durchgelaufen. Die restlichen dürfen jetzt über die Nacht noch ein bisschen durchlaufen. Das ist schon eine relativ große Menge. Wie gesagt, das sind die Mückenlarven, die nicht mehr so richtig fit sind. Nach mehr oder weniger zweiten Mal sieben jetzt. Das ist relativ normal. Ich meine, die Mückenlarven haben dann doch schon eine relativ große Reise hinter sich. Und von daher ist das gar nicht mehr so schlimm. Als nächstes, deswegen jetzt hier die Wanne mit dem zweiten Sieb, werde ich das alles nochmal abkippen in das Aquariumnetz. Macht die Mücken wieder zurück in die Aufbewahrungsbox. So, jetzt nehme ich nur so viel Wasser, dass ich ungefähr, ich schätze mal so, 1 cm Wasser in der Box drin habe. So dass die Mücken im Notfall noch Luft von der Oberfläche holen könnten. So, jetzt müssen wir natürlich die Mücken noch relativ kühl stellen. Ich habe die ungefähr bei 8-9 Grad im Kühlschrank drin. Viel kälter sollten sie nicht gelagert werden und viel wärmer auf keinen Fall. So, bei den kleinen Mücken. Ich persönlich kaufe mir eigentlich immer nur so viele kleine Mücken, wie ich auch innerhalb von 2, 3 Wochen verangeln kann. Es gibt zwar die Möglichkeit, die kleinen Mücken auch zu waschen, also auch zu sieben, zu waschen. Das mache ich im Normalfall eher weniger, außer ich weiß jetzt, ich hole mir Mücken für irgendein wichtiges Event oder wenn ich wirklich viele Mücken auf einmal bestellen möchte, dann lohnt sich das. Ansonsten sind die Mückenlarven noch ganz normal in Zeitung. Das heißt, auch Mückenlarven sind jetzt einfach so gekommen. Einfach so bestellt, aus dem Kasten raus. Und die lege ich normalerweise einmal am Tag kurz offen, dass die ein bisschen Luft ziehen. Kann man hier ein bisschen, sag ich mal, umrühren. Aber die Mücken hier haben eine Top-Qualität, von daher ist das nicht schlimm, wenn die mal ein paar Tage ohne Beachtung bleiben. Hier aber natürlich auch immer der Hinweis, umso öfter hier nach den kleinen Teilen guckt, umso besser ist die Qualität am Wasser dann auch. Merkt hier schon, hier ist relativ viel Dreck noch in den kleinen Mücken drin. Das könnte man jetzt hier theoretisch noch auswaschen. Ist ein anderes Thema, ist schon wirklich sehr viel Arbeit an Mücken waschen. Ich persönlich schaue einfach nur, dass die Zeitung hier nicht zu nass und nicht zu trocken ist, also so Grundfeuchtigkeit hat. Und lüfte die Mücken eigentlich so alle 2, 3 Tage 1 bis 2 Mal. Und wenn die Mücken halt von einer relativ schlechten Qualität sind, was halt ab und zu mal vorkommen kann, dann wasche ich die Mücken auch noch und lasse auch noch durchlaufen. Die kleinen Mücken bewahre ich bei ungefähr 5 Grad auf. Und hier auch wieder im Köderkühlschrank. Im Kühlschrank ebenfalls ein bisschen aufpassen, dass die Mücken nicht zu nah aneinander liegen. Also ich habe die hier ganz normal einfach offen liegen. Also Mücken für ungefähr 4 Wochen. Das sollte normalerweise langen. Falls ihr hier mehrere Mücken habt und habt einen kleinen Kühlschrank, würde ich nicht empfehlen, die übereinander zu legen, sondern ich würde sie wieder in den Kasten reinpacken, also einen normalen Karton einfach reinpacken und dann übereinander zu stapeln. So, das war es auch schon mit dem Video über die Mückenlarven, Pflege und Hälterung. Ich hoffe, ich konnte euch da wieder mal relativ gut weiterhelfen. Falls Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten den Kanal bitte abonnieren. Ich zeige euch gleich nochmal draußen im Teich kurz, wie ich das noch regeln kann mit den Mückenlarven, dass das einfach noch ein bisschen leichter von der Hand geht. Für die Leute, die einen Teich haben, ist das vielleicht eine relativ interessante Sache. Gehe ich gleich mal kurz draußen vorbei, weil der relativ bescheiden ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.